Oh mein Gott! Ey! Kann es eigentlich sein, dass ich da gar nicht getroffen werden kann? Chillen einfach ganz kurz. Doof, Alter, nein. Das ist nicht passiert. Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, es geht heute weiter mit eurem Lieblingsformat und zwar ich spiele eure Maps. Das heißt, ich muss die Maps von Zuschauern spielen, aber heute mal wieder in der besonderen Edition. Das heißt, heute muss ich eure Minigames spielen und bewerten. Dabei muss ich es schaffen, öfters zu gewinnen als zu verlieren. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird, was für Minigames ihr vor allem auch entwerfen werdet, vielleicht auch ein paar neue. Und wenn ich es schaffen sollte, öfters zu gewinnen als zu verlieren, dann darf ich meinen Namen ändern. Wir heißen ja aktuell noch Spute, weil das ja Pokémon bestimmt hat. Wenn wir aber verlieren, dann darf der Chat meinen neuen Namen bestimmen. Also ich würde sagen, auf geht's, euch viel Spaß und ich hoffe, ihr habt eine Menge geiler Minigames, mit denen ich auch gut abschneiden werde. Also, wir haben das allererste Minigame. Das heißt, okay, da ist ein Dynamite drin, das war's komplett. Den killen wir erstmal, okay, so. Ah, da kommen die Meteore, okay, doch. Also, es geht nämlich darum, es ist wie das Search-Spiel. Wir haben auch ein Gadget, wir müssen die Meteoren jetzt ausweichen, aber wir haben diese, oh mein Gott, ich muss aufpassen. Wir haben diese Verlangsamungsfelder noch drauf, das Ganze mal ein bisschen schwieriger macht. Am Ende gilt natürlich, wer am längsten überlebt, der gewinnt das Ganze. Ich weiß nicht, ob man dashen darf. Ich dash jetzt einfach mal. Hey, ist es nicht unmöglich, getroffen zu werden? Ich meine, wir sind Mortis. Das ist doch eigentlich voll easy, oder bin ich lost? Hauptsache, wir killen es nicht gegenseitig. Also bisher ist es nicht gerade schwierig. Oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen, weil hier. Hä? Das ist zu einfach, glaube ich. Oder? Oh mein Gott. Ey! Alter, was ein Fail fürs erste Minigame. Ich glaube, es ist zu einfach. Man killt sich halt einfach gegenseitig am Ende. Wir machen einfach 0-0, wir zählen es einfach nicht, oder? Das muss ich sagen, das Minigame ist eine coole Idee. Das Problem ist halt nur, ich glaube, es ist so gut wie unmöglich, getroffen zu werden. Das war, glaube ich, einfach zu leicht, das Minigame. Man konnte, glaube ich, nicht verlieren, außer man wird halt getötet aus Versehen. Okay, damit starten wir rein mit dem zweiten Minigame. Und jetzt haben wir. Oh, ich bin da so schlecht drin. Wir haben einen Bus Run, Alter. Ich weiß nicht. Bus Run ist halt das Schwierige. Yes! Sehr geil. Dass man halt immer so ein bisschen aufpassen muss, weil man sich ja gegenseitig stunt, ne? Aber mal schauen, okay. Ich würde sagen, wir gehen hier rüber. Let's go. Sehr nice. Nice. Okay, wir haben schon mal die Ultis auf. Nein, nicht killen, bitte. Muss meistens gegen die Wände so ein bisschen buggen. Nee, ja, da geht man durch, let's go. Aber bisher sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wir müssen Top 4 kommen, um zu gewinnen. Ne? Nur schon mal als Info. Ich denke, die meisten wissen es. Das ist echt ziemlich hart. Ich treffe gerade. Oh, ich bin lost. Okay, wir warten. Digga, ich komme anscheinend weiter. Jetzt. Let's go, sehr nice. Ich bin weiter. Wir nehmen jetzt mal ein Gadget, dass wir schneller sind und gehen rüber. Oh, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Das sind die Kisten schon. Okay, alles gut, wird gestunt. Ich kann nicht healen. Es ist nur einer, glaube ich, vor uns. Das ist also auf jeden Fall machbar. Aber sie werden sich wieder gegenseitig stunnen, oder? Alter, es ist so schwierig. Jetzt. Zack. Nein! Ich kill. Da raus. Es sind noch 6 Leute am Leben, also brauche ich noch 2 Plätze irgendwie. Die killen sich gegenseitig. Let's go. Sehr gut, jetzt ist meine Chance. Danke, Ehrenmann. Sehr gut. Eins müssen wir noch weiterkommen. Jetzt ist unsere Chance, wir können es gewinnen. Nein! Ich hab's verkackt. Es muss er. Oh, sorry. Ey, er killt mich! Ja gut, er ist raus. Glückwunsch an Ali. Du hast gewonnen. Egal, wir zählen mal trotzdem als Win. Hat mich gekillt. Ich war ja schon Top 2, also. Okay, jetzt sind wir alle 8-Bit und müssen jetzt hier weglaufen vor dem Bären. Okay. Ey, nicht die Ult aufladen, ist unfair. Und haben manche ihre Bush-Star-Power an? Ich hab die gar nicht jetzt angemacht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Der Bär? Da hinten? Also, wir sind hier alle auf dem Haufen. Wenn jetzt hier der Bär kommt, haben wir, glaube ich, alle verkackt. Wir gehen erstmal in die Ecke. Ist noch keiner gestorben bisher? Alter, ich trenne mich jetzt von denen. Ich hoffe, es war kein Fehler. Boah, wir müssen irgendwie halt Top 4 kommen, ne? Oh mein Gott, der schießt, ey! Schießt nicht, ey, nicht erlaubt. Der ist raus. Den bitte disqualifizieren. Da oben ist der Bär. Weg. Oh mein Gott. Der erste ist tot. Die ersten 2 sind tot. Lukas ist auch gestorben. Sehr gut, weil es war derjenige, der auch sowieso gerade geschossen hatte. Ich bleib jetzt mal hier. Komm, ich gehe mal jetzt ganz in diese Ecke da hinten. Nein, da ist der Bär. Oh mein Gott, 7 Brawler. Sind es alle 8-Bits? Ich nehme die jetzt 10. Ach, Digga, schießt schon wieder einer. Egal. Ich geh jetzt mal dorthin. Oh mein Gott, wir sind in der Ecke. Wir müssen einfach jetzt hoffen. Nein! Oh, es war echt ein geiles Minigame auf jeden Fall. Sehr geil, 1-1 damit. Okay, wir haben jetzt hier den allerersten Eve-Run. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich gebe einfach mal nach. Ich weiß auch nicht, wo der Weg ist. Die da hinten? Digga, da war eine Penny. ETF, egal. Wir machen es einfach hier weiter, würde ich sagen. Ich springe es auch hier rein. Ich weiß es halt nicht, ob das ist der richtige. Oh mein Gott, ey. Hey, wir hängen. Oh mein Gott. Hey, wir sind sau langsam. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, ob das ist richtig war. Ich hänge fest. Jetzt. Das ist ja sau schwer, um diese Ecken. Digga, es ist sehr, sehr schwer, um die Ecken zu gehen. Ich weiß nicht warum. Kommen wir da aber weiter oder ist es jetzt total. Ich glaube, wir müssen hier springen. Oder ich springe jetzt einfach auch. Komm. Oh, der ist fast am Ziel. Nee. Kann es sein, dass das Minigame nicht funktioniert? Also, die Idee ist eigentlich sehr cool, aber. Also, man muss halt 4-mal springen, scheinbar, ne? Und die kommen ja nicht in die Mitte. Doch, es ist einer mit. Lol! Einer hat es geschafft. Also, Oscar. Geiles Minigame. Wir schauen uns die Wiederholung an und versuchen nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Also, wir achten jetzt einmal auf diesen Oscar. Okay, also, man muss hier nach unten. Ah, und dann kommt man da hinten ins Wasser rein. Das muss man auch erstmal wissen. Und so kann man sich einen Jump dann sparen. Sausmart. Und dann ist er hier gesprungen. Ah, und dann, okay, muss man halt wissen, ne? Aber ist eigentlich geil. Ach, und dann muss man nochmal hier weiter. Aber theoretisch mit 2 Sprüngen muss man das. Man hat 3 Gadgets. Theoretisch müssen wir das doch schaffen können sogar. Okay, auf geht's. Wir versuchen jetzt genau das Minigame so hinzukriegen, wie Oscar das vorgemacht hat. Auf geht's. Okay. Es sind jetzt alle Eve. Oh mein Gott, ich hab verkackt. Aber bin ich denn? Ich bin da. Ich muss auf das. Oh mein Gott, ich darf nicht geslowt sein. Ich verkacken einfach geradeaus. Es ist eigentlich nicht so schwer, wenn man nicht doof ist, wie ich gerade. Jetzt hier die Wand. Zack. Und einmal rum. Wir sind leider ziemlich weit hinten, aber ich glaube, jetzt holen wir gerade ein bisschen auf, weil ein paar hängen geblieben sind. Alle nach. Und jetzt den Jump nicht verkacken.
Nice. Okay, einen Jump haben wir noch übrig. Den nehmen wir fürs Ende auf. Und jetzt einfach den anderen nach. Und jetzt, oh mein Gott, ich bin so schlecht da drin in dem Game. Hey, Oscar hat irgendwie einen anderen Weg genommen. Ich glaube, Oscar hat verkackt in seinem eigenen Minigame. Ich komme nicht weiter. Also aktuell Top 4. Oh nee, wir sind Top 5. Nur. Es ist so knapp. Nein, ich hänge. Man hängt die ganze Zeit. Seht ihr das? Oh mein Gott, haben die ihren Jump gewastet? Zack. Hä, hey, wir sind doch bis zum Platz 3 geworden. Hä, hey, wieso? Was haben die anderen denn gemacht? Hatten die keinen Jump mehr übrig? Keine Ahnung. Platz 3. Easy. Let's go. Okay, ach so, wir sind nicht schon direkt drin. Okay, jetzt haben wir hier Hide and Seek. Also suchen und verstecken. Ihr kennt das ganze Prinzip. Ich würde sagen, wir... Oh mein Gott, ich bin so doof, Alter. Nein. Das ist nicht passiert. Okay, auf geht's. Wir spielen jetzt hier zum allerersten Mal blinder Brock. Also wir haben einen Brock, der blind ist und alle anderen sind Ticks. Bei Brock ist der Unterschied, der Boden brennt noch und er hat eine größere, also der Schuss ist breiter und größer. Macht es also deutlich schwieriger. Ey, der erste ist, der Dynamite ist direkt weg, als ob er gestorben ist. Ah, und Brock macht Flächenschaden, stimmt. Macht das nochmal, ich hab mal voll, killten es alle vier auf einmal jetzt. Oh, zwei sind schon weg, also nur noch sieben Ticks, sechs Ticks sind noch am Leben. Also zwei müssen wir noch irgendwie schaffen. Wir gehen mal jetzt genau dorthin, wo er gerade hingeschossen. Oh, was? Hä? Der hätte mich doch safe treffen müssen. Ist er nicht durch mich durch gerade? Hä, hey, der ist doch durch mich... Oh mein Gott, Alter. Nein, das Levi. Nein! Dann habe ich voll erwischt. Trotzdem ist es der Win, wir sind Top 4 gekommen. Also jetzt haben wir so eine riesige Map und wir machen 5 gegen 5, ne? Also müssen jetzt die anderen Calls... Ey. Wir spielen gegen die auf der anderen Seite, bitte. Okay, also wer am Ende natürlich noch einen Call übrig hat, gewinnt. Das heißt, wenn wir sterben, können wir trotzdem gewinnen, wenn noch ein Call von uns übrig bleibt. Das ist halt das Geile. Oh, das ist ein Piper, ey! Ah, wir haben Kisten. Okay, das Ding bei den Kisten ist halt riskant, die zu holen ein bisschen vielleicht. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Oh, einer stirbt von uns. Wir müssen Rückendeckung gehen. Oh mein Gott. Nein! Neuer Versuch, 5 vs 5 mit Cold. Wir müssen auf unserer Hälfte bleiben. Das sind unsere Teammates. Die auf der anderen Hälfte sind unsere Gegner. Ey, wir kriegen ja kaum Kisten. Die haben alle Kisten bekommen. Das Ding ist, wenn die Kisten holen, können wir vielleicht so ein bisschen überfallmäßig machen. Ich versuche hier meine Lane schon mal zu gewinnen irgendwie. Oh mein Gott! Oh, da waren sie gierig auf Fail, aber der hat überlebt. Nein! Wir sind in Überzahl. Wir sind zu dritt. Die sind sie noch zu zweit. Er hat sie umgebracht. Das heißt, 2 gegen 1. Auf geht's. Sie dürfen sich die Linie übertreten. Ich glaube, wir haben eh keine Chance, oder? Also, wenn wir das schaffen, ich habe übel schlechtes Gadget nachgeladen. Schlechte Ult von ihm. Komm, wir sind zu zweit. Wir können es schon schaffen. Das natürlich mehr Cubes, aber es könnte schon klappen. Komm, Ult. Nein, wir treffen nicht. Let's go. 2 gegen 1 und wir haben es gewonnen. Bisschen lost, weil teilweise manche übertreten hatten, aber war ja insgesamt fair. Sehr geil. Aber jetzt 4 zu 2 für uns. Also Edgar alle gegen alle. Es gibt keine Regeln. Auf geht's. Oh mein Gott, Alter, nein. Ich hab verkackt. Ich habe einfach verkackt. Okay, es ist jeder gegen jeden und alle müssen Lola spielen. Das ist jetzt sehr interessant. Ich bin echt gespannt. Aber wo sind jetzt die anderen Lola? Okay, da kommt schon die erste. Also eigentlich ist es wichtig, dass wir die Ult vor allem kriegen, schätze ich mal, ne? Das Problem bei diesem Minigame ist wieder nur, dass mich auch alle fokussen können, ne? Und ich bin halt YouTuber, das ist halt wieder so die Sache. Ich bräuchte halt irgendwie meine... Oh, die Kakteen sind... Okay, jetzt geht die auch weg. Ist fair, sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt kann ich meinen Schatten einsetzen. Sehr schön geblockt, wunderschön. Da oben ist noch einen, den fokussen wir jetzt. Sehr schön, das war stark. Es gibt einfach 13 Cubes einfach in der Mitte. Okay, das war natürlich lost. Aber dann stehen 4 zu 4. Genauso oft verloren wie gewonnen. Okay, wir haben einen ganz klassischen Skin-Contest hier. Sind wir hier richtig? Irgendwie sind die Wände so komisch. Also ich gehe mal hier so ein bisschen. So, das ist unser Skin, ne? Und das ist der Pin. Also ich muss ehrlich sagen, also ich kann einmal die Ult zeigen. Ich habe hier den Monster-Truck-Skin. So, wir haben den Lichtmecker-Bow, wir haben den normalen Rico, okay. Dann haben wir Sprout, dann haben wir Crow. Oh, Shelly, Hexe Shelly, Goldmecker. Okay, dann schauen wir mal zu, was er jetzt auswählt. Ich glaube, den Rico Shelly ist das erste rausgehauen, ehrlich gesagt. Er haut ihn raus. Okay, er haut ihn raus. Jetzt bin ich ja gespannt, dass er noch so hat. Wir sind schon mal Top 8, wir müssen Top 4 kommen. Tropischer Sprout, okay, Hexe Shelly. Dann Schweinereiter Karl und Dingsby. Ja, ich hätte Schweinereiter Karl, glaube ich, auch als zweites rausgehauen, okay. Sprays. Ich hätte, glaube ich, auch Sprout als nächstes rausgehauen. Lichtmecker Bauer als nächstes? Ist Geschmackssache. Ich glaube, ich hätte noch einen... Ah, ich hätte... Ich weiß es nicht, aber... Ja, doch, die anderen sind echt vielleicht einen Ticken cooler. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wen er weiterlässt. Crow als nächstes, okay. Wir sind damit jetzt Top 4, wer gewinnt? Komm, wir sind einfach ein Monster Truck, das ist schon sehr krass. Aber Mega KVB und Hexe Shelly sind auch alles sehr coole Skins. Ich hätte Mega KVB vor Shelly gesetzt. Mich als nächstes? Oh mein Gott. Hä? Hexe Shelly? So krass für ihn. Hexe Shelly auf Platz 2 lässt mich gewinnen. Geil. Aber als ob er Hexe Shelly auf die 2 setzt. Krass. 5 zu 4 damit. Also ist öfters gewonnen als verloren. Nochmal der Klassiker. Wir haben das Piper-Tick-Game. Ey, wir haben zwei Pipers. Da muss die eine aber irgendwie weggehen, bitte. Das ist der Schütze hier. Mit 20 Cubes. Und die Piper ist da. Ich hoffe... Oh mein Gott. Die hat mich gesehen, oder? Weil ich da gerade noch meinen Spray gemacht hatte. Das war echt lost. Okay, wir gehen jetzt nach... Oh mein Gott, Alter. Kann es eigentlich sein, dass ich da gar nicht getroffen werden kann? Die Map ist doch viel zu groß. Piper kann mich doch niemals dort treffen, oder? Chillen einfach ganz kurz. Hey, die schaut doch safe den Stream, oder? Wir gehen hier an... Oh, das... 5 zu 5, ey, das war echt spannend heute. Also, der Klassiker Dynamic Jump. Ich kann keinen Dynamic Jump, aber wir versuchen es. Wir müssen einfach nur Top 4 werden, das wird ja wohl drin sein. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Ups, das... Ich bin ganz... Egal, konzentrieren, wir sind noch nicht raus. Die anderen werden bestimmt auch schlecht sein, hoffe ich mal. Zack, okay, wir haben ein bisschen aufgeholt wieder. Wir haben jetzt jeden... Ja, der ist zurück, noch ein Platz gewonnen. Ey. Nein. Oh, was? Der Poison war doch lang... Oh mein Gott. Zack, nice. Ich weiß nicht, wie gut wir dabei sind bisher. Also gewinnen können wir auf jeden Fall nicht mehr. So viel ist klar. Wir müssen ja eh nur Top 4 kommen. Nein, ich bin doch so gut gewesen. Ja!
ja, 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 ja. Ey! Ach komm, sollen wir es als Win ziehen? Ja, ziehen wir als Win jetzt, ganz ehrlich. Das war geschummelt von dem. Okay, wir kommen zum nächsten Minispiel. Boxer, oh mein Gott, Yeet, also Boxer werfen. Der erste ist schon raus, so sehen wir es. Das ist ein sehr gemeines Spiel. Ich weiß nicht genau, wie man das taktisch macht. Ich bleibe ein bisschen in der Mitte. Oh mein Gott, das ist schon fast gewesen. Ja! Oh, ist jetzt noch ein zweiter Ring oder? Ich glaube, wir sind raus, oder? Ja, wir sind raus, wir sind raus. Okay, also dieses Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich muss jetzt die Ult an meinem Mate aufladen. So, zack, so schnell es geht. Ich darf nicht sterben, ganz wichtig. Jetzt muss ich nach vorne ulten, ne? So, zack, sehr schön. Und jetzt hier nicht weiter, oder? Oder er hat es auch die Ult. Okay, sehr schön, okay. Wir müssen beide die Ult aufladen. Nein! Haben wir es jetzt verkackt? Wir müssen in unseren Dings drin bleiben, ne? Okay, jetzt hier weiter ulten. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Er braucht die Ult. Ey, wo geht er denn hin? Hä? Ich check das Spiel nicht, keine Ahnung. Hier geht's auch ein Jump-Hit nach drüben. Hä? Und hier geht's dann weiter nochmal. Okay, wo geht's hier hin? Hä? Ich check das Spiel nicht, tut mir leid. Ich ulte jetzt einfach alle weg, weil ich sauer bin. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Einfach nächstes Minigame. Let's go. Willkommen zum Finale. Es steht 6 zu 6. Werden wir jetzt gewinnen, dann darf ich den neuen Namen bestimmen. Wenn wir verlieren, dann dürft ihr den neuen Namen bestimmen. Ich habe Angst. Ich habe verloren. Das ging ja sehr schnell. Was für ein Finale war das denn? 6 zu 7. Ja, ich habe es gesagt. Komm, das ist das Finale gewesen. Leute, das bedeutet, ihr könnt jetzt reinschreiben, wie mein neuer Name lauten soll. Wir können uns so viele vorstellen, was gerade was nehmen soll. Wir machen es blind. Was ist das denn für ein Name? Was hätte ich verschrieben? Okay, an der Stelle natürlich wie immer, wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, gerne Creator Code. Jonas nutzen. LOL Jos? Was ist das denn für ein Name? Da werden alle denken, die haben irgendeinen so Bot in ihrer Liste. Ich heiße einfach LOL Jos jetzt. Was ist denn das für ein Name? Okay, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch im Abstand vorbei, da ist hier immer ein Video von meinem E-Sport-Team verlinkt, Oka. Und was gerne ein Abo für weitere Videos. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Ciao.